Hallo, meine lieben Aktienfreunde. Die Berichtssaison ist eröffnet. Die neu veröffentlichten Quartalszahlen bewegen die Kurse und liefern Einblick in die aktuelle Entwicklung spannender Aktien. In diesem Video stelle ich dir drei Qualitätsaktien vor, die vor wenigen Tagen berichtet haben, und ich nenne dir meinen Favoriten für einen Kauf. Mein Name ist Thorsten Tiedt. Hier geht es ums langfristige Investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. An der Stelle keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung, obwohl ich einen Favoriten habe und in diesen Favoriten auch tatsächlich investiert bin. Auf geht's, die erste Aktie steht schon hier, das wäre PepsiCo. Die haben letzte Woche neue Quartalszahlen geliefert, und interessant an PepsiCo ist, dass der Aktienkurs richtig schön zurückgekommen ist. Und zwar von um die 196, knapp schon 200 US-Dollar, auf derzeit um die 160 US-Dollar ist die Aktie gefallen innerhalb weniger Monate. Zu verdanken haben wir die vermeintlich günstigen Einstiegskurse dem, ich nenne es mal Wegovy-Schock, Wegovy von Novo Nordisk, dieses Abnehmmedikament, ein Appetitzügler. Und wenn man das einnimmt, so meint Walmart jedenfalls, das Menschen von Walmart beobachtet zu haben, dann kaufen die Leute etwas weniger kalorienhaltige Produkte ein, verringern die Verpackungsgröße, und das gefällt natürlich einem, oder das wäre für ein Unternehmen wie PepsiCo, das ja auch Snacks anbietet, außer Getränken, natürlich schlecht. Insofern haben sich die Aktionäre gedacht, trennen wir uns mal von der Aktie. Das Management hat aber bei den neuesten Quartalszahlen gesagt, tut uns leid, wir sehen da überhaupt nichts, wir können keinen Trend feststellen dazu. Wir werden es natürlich alles beobachten und uns Trends anpassen, so wie sie es eh die ganze Zeit schon machen mit Zero-Sugar-Getränken und kleineren Portionen und auch der Nahrungsergänzungsmitteln. Nichtsdestotrotz, der Aktienkurs ist gefallen. Aber die harten Zahlen sprechen für PepsiCo. Meiner Meinung nach, so soll der organische Umsatz um 10% wachsen, der bereinigte Gewinn sogar um 13% auf gleicher Wechselkursbasis. Und die Prognosen wurden entsprechend leicht angehoben. Insofern scheint auch alles okay zu sein. Die Dividendenrendite ist gestiegen, liegt momentan bei 3%, und das ist deutlich mehr, als es noch vor kurzem gegeben hat, wo die Dividendenrendite bei unter 2,5% teilweise lag. Wenn wir hier mal so das langfristige Mittel anhand des 5-Jahres-Korridors einblenden, da sehen wir auch, dass die Dividendenrendite jetzt wieder überdurchschnittlich hoch ist mit den 3%. Und dann haben wir noch Dividendenwachstum zu erwarten. Wir haben Dividendenwachstum bei PepsiCo langfristig im jährlichen Mittel von um die 8%, was ja schon, empfinde ich jedenfalls, man als dynamisches Dividendenwachstum bezeichnen kann. Dividendenaristokrat haben wir auch. 51 Jahre Dividendensteigerung am Stück. Ist die Dividende sicher? Gucken wir uns mal hier grafisch die langfristige schöne Gewinnentwicklung an mit den Dividenden. Und dann sieht man hier, dass die Dividenden gedeckt sind, sowohl vom bereinigten als auch dem bilanzierten Gewinn. Beim freien Cashflow übrigens sieht es ein bisschen anders aus. Der freie Cashflow, der ist leicht gesunken, und dann geht er volatil seitwärts, und da ist es Ecke auf Kante genäht. Momentan auf die letzten 4 Quartale bezogen deckt der freie Cashflow ganz leicht die Dividenden, aber im letzten Geschäftsjahr hat es beispielsweise nicht ganz gereicht. Ich habe geschaut, woran das liegt. Das liegt an hohen Investitionen, die PepsiCo macht, den Working Capital und Capital Expenditures. Und wir sehen aber hier, wenn wir das den operativen Cashflow reinnehmen, dann hat dieser operative Cashflow einen besseren Verlauf als der freie Cashflow. Und zwischen beiden Größen stehen die Investitionen, die vom operativen Cashflow abgezogen werden. Ihr seht es hier schön, hier steigt er leicht zum Beispiel von 2018 auf 2019, der operative Cashflow, der sinkt aber beim freien Cashflow. Und insofern sind es Investitionen in die Zukunft, und deshalb sehe ich da jetzt erstmal kein Problem, auch wenn ich in Zukunft drauf schauen werde. Was ebenfalls schön ist, das kann man hier sehen, das sind hier die Cashbestände in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar. Denen stehen Dividenden gegenüber in 4 Quartalen,
die ausgeschüttet wurden, in Summe von 6,5 Milliarden. Das heißt, man kann ungefähr 5 bis 6 Quartalszahlungen quasi aus der Bilanz heraus, könnte sie dann finanzieren. Das heißt, wenn wir mal eine leichte Unterdeckung haben vom freien Cashflow, wie hier mit der Tilgungskraft, die man um 570 Millionen US-Dollar negativ war, dann steht keine Dividendenkürzung ins Haus, sondern dann wird das quasi aus der Bilanz bezahlt und im nächsten Jahr, beziehungsweise im nächsten Quartal schon oder in den nächsten 3 Quartale später dann, war die Tilgungskraft bereits wieder positiv mit 420 Millionen US-Dollar. So, insofern sehe ich das jetzt erstmal relativ entspannt, wo man auch noch sparen könnte und auch würde. Im Notfall, das wäre bei den Aktienrückkäufen, da würde man eher die Aktienrückkäufe einstellen, als Dividende zu kürzen. Gucken wir uns mal den fairen Wert der Aktie an, denn der Kursrückgang macht ja die Hoffnung, dass wir hier vielleicht ein Schnäppchen haben bei PepsiCo. Und dann nehmen wir den bereinigten Gewinn hier auch für die Bewertung. Wenn wir es einfach mal out of the box drüberlegen lassen, dann sehen wir tatsächlich, dass PepsiCo die längste Zeit, Ausnahme während des Corona-Crashs hier, überbewertet war. Die haben hier ein bereinigtes KGV von 21,8 im Mittel bei einem Gewinnwachstum, wie wir das hier sehen, im meist hohen einstelligen Bereich. Es gibt Jahre, wo es schlecht lief, natürlich während der Lockdowns, als dann die Bars etc. geschlossen hatten, aber ansonsten dann im eher hohen einstelligen Bereich. Und das relativ zuverlässig und auch in normalerweise, wenn wir gerade keinen Lockdown haben, auch in schweren Zeiten, so wie momentan. Ich hatte ja die Zahlen anfangs erwähnt. Das gibt ja natürlich auch nochmal einen Bonus, weil das Risiko, Bewertungsbonus, weil das Risiko, dass das Geschäft natürlich immer läuft, relativ gering ist. Ich würde hier auch nichts ändern an dieser Stelle bezüglich der Bewertung, sondern anstattdessen gleich auf die Renditeerwartung gehen und hier mal den aktuellen Kurs mit dem erwarteten fairen Wert Ende 2026 von 200 US-Dollar verbinden. Schon bei knapp 200 US-Dollar sind wir ja gewesen vor etwa einem halben Jahr. Dann hätten wir eine jährliche Renditeerwartung von 9,9, sprich 10%. Und das wäre schon relativ attraktiv, insofern als das mehr wäre, als die durchschnittliche, also der Aktienmarkt im Durchschnitt hergibt. Vielleicht nochmal, was kann man mit der PepsiCo so langfristig oder was kann man langfristig von der Aktie erwarten für eine Rendite? Hier auf die letzten 20 Jahre war das 8%. Das heißt, knapp 10% resultieren jetzt eine Überperformance sozusagen auf wegen der leichten Unterbewertung hier. Das wäre PepsiCo, sicherlich jedem ein Begriff. Die nächste Aktie vielleicht nicht ganz so sehr jedem ein Begriff. Die kommt nämlich aus Indien und können wir investieren über eine ADR, nennt sich Infosys, ist einer der größten IT-Dienstleister in Indien. So eine Art indisches Bechtle, kann man sagen. Also man könnte es auch als Systemhaus bezeichnen. Dividendenrendite im Prinzip genauso hoch wie bei PepsiCo, liegt bei 3% derzeit, erhöht die Dividende seit 12 Jahren und im Gegensatz zu PepsiCo deutlich dynamischer mit über 20% im langjährigen Mittel. Und wir sehen dann hier auch die aktuelle Dividendenrendite hier, deutlich höher als innerhalb der Corona- und Corona-Nachzeit, also innerhalb der letzten 2 Jahre. Denn Infosys war tatsächlich ein Profiteur von Corona, weil ihr wisst ja, mit dem Homeoffice-Boom und dem Boost der Digitalisierung allgemein haben sich natürlich viele Unternehmen an einen externen Dienstleister gewandt, um die IT auf Vordermann zu bringen. Und davon hat eben Infosys profitiert. Und jetzt normalisiert sich das Wachstum wieder. Das heißt, die Sonderkonjunktur ist vorbei. Wir haben hier das langfristige Gewinnwachstum und haben hier auch die steigenden Dividenden. Und das sieht natürlich super aus, kann man nicht anders bezeichnen. Und wir sehen aber auch hier grafisch, dass wir hier eine leichte Beschleunigung haben vom Gewinnwachstum hier an dieser Stelle von 2020 bis vor kurzem, bis 2023, krummes Geschäftsjahr. Ende März ist es zu Ende. Und jetzt haben wir hier erstmal eine leichte Stagnation. Das Management hat auch die Umsatzprognosen zurückgefahren. Ursprünglich lagen die
fürs laufende Geschäftsjahr bei 4 bis 7% Umsatzwachstum. Jetzt sind sie noch 1 bis 3% in der Richtung werden. Es gibt auch einen Einstellungsstopp für Berufseinsteiger. Man hat jetzt also quasi eine Abkühlung erstmal zu überwinden. Hat natürlich auch mit der globalen Situation zu tun. Nicht nur die Konsumenten üben etwas Kaufzurückhaltung, sondern die Unternehmen üben auch Investitionszurückhaltung. Und wenn wir uns jetzt mal dann den fairen Wert anschauen von Infosys, da sehen wir, dass die Aktien, das sind jetzt hier indische Rupien, bei 1.160 indischen Rupien schon war und jetzt sind sie bei knapp etwas über 1.400, 1.430 indischen Rupien, ist teilweise auch noch stärker gefallen, waren auch schon bei 1.200 indischen Rupien, als im vorletzten Quartalsbericht des Management die Erwartungen runtergeschraubt hat, also den Ausblick. Infosys, wenn ich mir hier die Multiples mal anschaue, sieht man hier auch schön die Übertreibung, wo die Multiples bis an die 40 ran sind. Hier haben wir 37-fache bereinigte KGV. Wir haben aber hier im langjährigen Mittel einen KGV-Schnitt von knapp 21. Und da ist die Übertreibung schon drin und momentan sind wir eher so bei 24-23. Das heißt, man sieht hier allein schon anhand der Multiples, dass die Aktien trotz der Korrektur scheinbar noch nicht ganz günstig ist. Da müssen wir mal reingucken hier beim fairen Wert, den jetzt auch mal drüber legen hier. Und ich denke, da sieht man auch nochmal eindrucksvoll grafisch, dass dieser Wert, also der Aktienkurs bei über 1.900 indischen Rupien, also extrem weit weg war vom fairen Wert, der damals dann bei vielleicht um die 1.090 lag für das laufende Geschäftsjahr, was da noch nicht ganz zu Ende war. Der faire Wert erhöht sich dank des Gewinnwachstums. Ihr seht auch hier schön das Gewinnwachstum, den Boost hier, den Infosys erfahren hat beim bereinigten Gewinn, dann hier schön zweistellig auch während Corona. Und jetzt haben wir hier eine Verlangsamung, noch einstellig, leicht einstellig, beim bilanzierten Gewinn, beim bereinigten Gewinn etwas höher und niedriger einstelliger Bereich quasi beim Umsatz. Wenn ich mir das Ganze jetzt mal nochmal näher anschaue, dann käme ich hier auf eine Renditeerwartung beim aktuellen Kurs von 8,3%, was erst an sich noch nicht gar nicht so schlecht klingt, aber schon mal deutlich weniger ist als das, was ich mit der Aktie zuvor erzielen konnte jährlich. Aber die letzten 20 Jahre hatte ich nach der Korrektur wohlgemerkt eine jährliche Rendite mit dieser Aktie erzielt, also ich nicht, man hätte, von 14,3%. Ich bin leider nicht investiert seit innerhalb der letzten 20 Jahre. 8,3 ist also weniger als im historischen Mittel und ist natürlich dem Umstand geschuldet, in erster Linie vermute ich mal, dass der Aktienkurs noch über dem fairen Wert ist. Wenn wir den Aktienkurs einfach nur verbinden, nicht den Aktienkurs verbinden, sondern die beiden fairen Werte, den fairen Wert quasi auf dem letzten Iststand mit dem prognostizierten fairen Wert 2026, dann kommen wir wieder auf eine Renditeerwartung von um die 14%. Das heißt, hier ist immer noch Saft drin, ne? Auch laut Analysten. Soll es also insgesamt so weitergehen, nachdem wir hier die Schwächephase im laufenden Geschäftsjahr überwunden haben. Aber für mich wäre das jetzt momentan kein guter Einstiegskurs. Ich würde hier eher hingehen und um die marktübliche langfristige Rendite, also die würde ich quasi abpassen durch einen Kursrückgang, den wir ja hier schon gehabt haben im Frühjahr 2023. Und da würde ich dann quasi hier sagen, okay, bei um die 1.260 Rupien würde ich quasi ein Kauflimit setzen, da hätte ich hier meine 14%. Kauflimit setzt man ja einfach hier, tragt man dann hier direkt ein, zum Beispiel 1.450. Und das wäre jetzt nicht nur Euro, sondern man kann dann direkt die indische Rupie hier aussuchen, muss also gar nicht selber umrechnen, was das jetzt für ein Kurs wäre, könnte das speichern und dann wäre das dann entsprechend hier hinterlegt. Es war nicht 1.450, sondern 1.250, hier grün, dann wäre es nämlich schon erreicht. Genau, habe mich gerade gewundert, so 1.250 wären es dann in diesem Fall. So, das ist Infosys und ich habe noch eine Aktie für euch, das ist dann die Aktie Nummer 3 und die ist jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen bekannter. Und das ist Fastenal, Fastenall, alles irgendwie festmachen. Die haben ja Schrauben, Verbindungselemente, Werkzeuge etc. und sind auch so ein bisschen ein Gradmesser,
sind im Prinzip wie Home Depot, während Home Depot für Konsumenten ist, ist Fastenal aber im Großhandel tätig, sind so ein bisschen Gradmesser für die Konjunktur, Baukonjunktur etc. Und die sind ebenfalls von der konjunkturellen Abkühlung betroffen. Und wenn wir hier mal schauen, was haben wir für dafür eine Dividendenrendite, 2,3% momentan. Da könnt ihr sehen, da liegt die Dividendenrendite hier 5-Jahres-Korridor rein, eher im etwas unteren Bereich, bei 2,3%. Dividendenwachstum haben wir hier anzubieten, auch dynamisch, zweistellig, im langjährigen Mittel so um die 13%. Und wir haben hier sogar ebenfalls wie bei PepsiCo einen Dividendenaristokraten vor uns. Wenn wir uns jetzt mal den Kursverlauf hier anschauen, dann sehen wir, dass die Aktie sich auch deutlich erholt hat. Hier nehmen wir wahrscheinlich auch den bilanzierten Gewinn dann für die Bewertung. Bei knapp 60 US-Dollar liegt der Aktienkurs derzeit, ist mal eingebrochen bis auf 44 US-Dollar im Zuge des Konjunkturpessimismus wegen hoher Inflation und steigenden Zinsen. Aber die Aktie hat sich wieder erholt und es geht auch weiter, und zwar hier, wir können mal kurz ein bisschen reinzoomen, dann sieht man jedes einzelne Geschäftsjahr, auch von den Prognosen, mit einem mittleren bis hohen einstelligen Gewinn- und Umsatzwachstum. Wir haben es also ein bisschen weniger als im Zuge der Aufholung von Corona, das war ein gutes Geschäftsjahr 2022, liegen wir etwas niedriger, aber es geht solide weiter. Und solide ist natürlich auch die komplette, man hat es schon gesehen, Gewinnentwicklung langfristig, Dividendenentwicklung. Und die Dividenden sind hier auch gedeckt, schön vom bilanzierten Gewinn und auch vom freien Cashflow, der etwas unregelmäßiger verläuft. Aber derzeit haben wir sogar auf den freien Cashflow niedrigere Ausschüttungsquote als auf den bilanzierten Gewinn. Das sieht man hier oben, haben wir hier die Ausschüttungsquote auf den Gewinn und einmal hier auf den freien Cashflow bei um die 70%. Und da muss man sich also keine Sorgen machen. Man kann mal ganz kurz in die Bilanz spiegeln, wie es da aussieht. Und da sieht man erstens mal, dass sie kein Schuldenproblem haben. Die Schuldenquote ist sehr niedrig, liegt nur bei knapp 12% auf die zinstragenden Schulden. Und wir sehen hier Dividenden in Höhe von 776 Millionen wurden ausgeschüttet in den letzten 4 Quartalen. Cash haben wir nur knapp die Hälfte, also man könnte gerade mal vielleicht knapp 2 Quartale bezahlen. Ist also tatsächlich angewiesen, dass das Geschäft gut läuft. Aber wir sehen hier, dass die Tilgungskraft momentan auch sehr hoch ist, bei 424 Millionen US-Dollar. Tilgungskraft ist der freie Cashflow abzüglich Dividenden, dann bleibt noch was über quasi. Also je größer hier die grün schraffierte Fläche, umso mehr bleibt über, nachdem auch die Dividenden ausgeschüttet worden sind. Das Ganze also sehr zuverlässig hier. Wir haben auch unterschiedliche Segmente, die etwas Diversifikation dann noch reinbringen. Das wichtigste Segment ist Fasteners, also Verbindungsstücke. Und das läuft gerade übrigens nicht so gut, aber andere Segmente reißen das raus. So, in Summe Fastenal, auch ziemlich interessant, sodass wir jetzt gleich hier auf die Bewertung gehen können. Und da sehen wir dann hier, dass die Aktie jetzt leider nicht mehr ganz günstig ist. Wir hatten hier mal kurz die Aktie in der Phase der Unterbewertung drinnen. Zum ersten Mal dann wieder gewesen seit dem Corona-Crash. Und zwischenzeitlich hier auch wirklich teuer. Man sieht auch das, müsste man hier sehen, bei den KGVs hier, ähnlich wie Infosys, so starke Übertreibung und ähnlich bei Infosys, dann hier eine Korrektur, teilweise auch leicht unter das historische Mittel und jetzt aber wieder liegen wir drüber mit einem knapp 30er KGV. Also die Aktie erscheint leider etwas teuer. Renditeerwartungen, wenn wir sie jetzt kaufen würden, jährliche Renditeerwartungen bis Ende 2026 von 6,4%, und ich vermute auch, dass es deutlich weniger, ähnlich wie bei Infosys, einmal mehr als das, was man hier bekommen, denn langfristig, da wären es auch um die 14%, fast wie Infosys. Also auch hier, aber eher jetzt ein Kandidat für ein Kauflimit. Wenn wir mal schauen würden hier, wenn wir es jetzt zum fairen Wert kriegen würden, hätten wir immerhin mal 10,3% jährliche Renditeerwartung. Das heißt, wir haben hier eine leichte Verlangsamung im Vergleich zur Historie bei Fastenal. Jedenfalls wäre das so prognostiziert, sodass wir noch ein bisschen mehr runtergehen könnte auf vielleicht knapp 51 US-Dollar oder sogar noch auf
um die 49 US-Dollar hier. Und dann hätten wir ungefähr die langjährige Renditeerwartung, die wir bislang erzielen konnten mit Fastnet als langfristiger Investor. Also das wäre dann quasi ein Fall für ein Kauflimit von um die 49 US-Dollar. Kann ich mal hier zum Beispiel eintragen, also 49 US-Dollar hier. Und ihr seht jetzt schon, bei PepsiCo habe ich kein Kauflimit eingetragen. Warum nicht? Weil ich die Aktie bereits für günstig, als günstig bewertet erachte. Also diese Aktie ist die Aktie, die wäre jetzt für mich tatsächlich ein Kauf. Das ist die Aktie mit der wenigsten Gewinndynamik, sage ich mal, und wenigsten Dividendenwachstumsdynamik. Ist halt eine Aktie, man sieht es auch hier im Qualitätsscore, die insbesondere ja, für Dividendenfans ist. Dividendenertrag, ah nein, das ist hier, müssen wir hingehen. Ich habe mich gerade gefragt, warum ist ein Dividendenwachstum genauso hoch bei PepsiCo? Weil es nicht PepsiCo war, sondern Fastenal. Also man sieht, PepsiCo insbesondere für Dividendenertrag geeignet, weniger gut schon für etwas weniger gut für Dividendenwachstum und für Gewinnwachstum eher unterdurchschnittlich gut geeignet. Also wer auf relativ hohe Dividenden von Anfang an Wert legt und auf mäßiges Dividendenwachstum, der wäre bei PepsiCo vermutlich schon ganz gut aufgehoben zum aktuellen Aktienkurs. Wer mehr auf Dynamik steht, der kann sich hier Kauflimits setzen für Fastnet und Infosys und dann schauen, wann er zum Zuge kommt. So, das waren jetzt drei Aktien, die in der letzten Woche ihre Earnings, ihre neuen Zahlen vorgestellt haben. Natürlich geht die Earnings Season noch ein paar Wochen weiter. Wenn dir dieses Format gefällt, dann Daumen nach oben, mach am besten auch gleich noch ein Abo rein. Denn dann habe ich vor, dieses Format auch noch weiterzumachen und über die nächsten Wochen und dir neue spannende Aktien vorzustellen, die gerade neue Quartalszahlen geliefert haben. So, in diesem Sinne danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.